Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 17 Faustprojekt mit dem Freezy, mit dem McManus und mit dem Sachsen-Netzplayer. Hallo. Hi Leute. Hello. Hallo. So, weiter geht's. Den dicken Stämmen. Die Stapelhilfe ist halt sympathisch, weil die Rungen nicht so hoch sind, ne? Ja, das ist echt nicht so schlecht. Ich würde da direkt um die zweite holen. Also, ja, die sind echt nicht so teuer, also die wären auf alle Fälle drin. Definitiv. Eine könnten wir noch holen. Geht dein Vettermann wieder rein, Neil? Ich hab das erstmal kurz zur Seite gestellt. Würdest du noch so eine Stapelhilfe holen? Wenn ich mir das erst will. Am Händler. Ja. Kaufen. Händler. Kaufen und holen. Nehmen wir aber, ja, dann kaufen wir und dann hole ich mal und ich nehme da nochmal den letzten Hackschnitte-Ding hier mit. Ja, du musst ja, aber den selber, weil dann können wir hier weiter. Du musst aber den IT-Runner mitnehmen, ne, den Hänger. Achso, stimmt. Achso, ja. Oder was mit Gabel. Ah ja, war das ja, gut, ich habe einen Frontlader, also von daher machen wir es halt so. Wir das, dann machen wir den Anbau ab am Frontlader. Ja, logisch. Logisch. Aber ja, weil wir in der letzten Folge ja bei Weihnachtsgeschenken waren, ne? Also, haben den hier mal schneiden, Füßi? Den hier? Ja. Macht ihr euch eigentlich auch selbst Weihnachtsgeschenke, wenn wir gerade so dabei sind? Ja. Was? Genau. Selber? Ja. Geschenken? Naja, ohne Witz. Nicht? Nee. Sicher, Alter. Ich will mir schön was. Ne, gut. Ja, also, naja, nee, aber direkt als Weihnachtsgeschenk so deklariert? Nee. Ja, Tino, hier ist dein Weihnachtsgeschenk, dann packst du nein, das nein, raus, nein. Das dann pack ich ein und leg's unter den Baum, wenn jemand sagt, oh, wo kommt das denn her? Oh, guck mal, das hat Füße mir geschenkt. Ja. Das ist das geilste Geschenk, ja, dann habe ich nicht gedacht, was ich haben wollte. Danke. Komm mal, danke. Hälfte. Dann haben die alle ein schlechtes Gewissen und ja, dann holen wir dir was du haben willst. Ja, aber das ist so nicht der Sinn von Weihnachten, dass alle ein schlechtes Gewissen haben. Doch, ja. Bei Füßen schon. Scheiß Familie, ihr müsst leiden. Ja. Was soll denn das hier? Ja, diesmal ist ja Weihnachten. Ihr trefft euch ja bestimmt auch so mit Familie und alles und macht ihr das? Trefft ihr euch dann irgendwie alle bei der Oma oder also bei uns ist dies ja so, ich erzähl mal ganz kurz, wir haben sonst immer bei der Oma gemacht und dieses Jahr machen wir aber bei uns. Also es kommen quasi alle zu uns nach Hause und naja. Ja, so ist das bei uns dieses Jahr. Bei ähnlich spannend kann ich das auch erzählen. Bin bei mir und bleib bei mir. Okay. Jetzt Werner. Bei uns wird das auf 2 Tage tatsächlich gemacht, weil wir einen Tag, also direkt am Weihnachten, bei der Familie meiner Freunde sind und am nächsten Tag bei meiner Familie. Ach so, ja, okay, alles klar, ja. Das machen wir immer, wir sind immer zuerst bei meiner Mutter und alles und dann sind wir noch halt, kommen halt Chin ihre Großeltern, Chin ihre Mutter und so weiter halt, ne? Ja. Damit sich halt keiner benachteiligt fühlt. Nee, ist ja richtig. Naja, und am ersten Mal, dann macht die Mutter macht meistens am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag Essen und die Oma dann halt jeweils an dem anderen. Ja. Das ist dann immer noch großes Festessen und bla bla bla. Ist das der Ballencontainer, IT-Runner? Ja. Nein. Das ist Stapelhilfe. Ist direkt bei Forst. Direkt bei Forst, okay. Mach mal Piano, hier ist nämlich voll. Ich kann kein Bier nicht spielen. Nicht? Stapelhilfe hier. Mhm. Das erste, was ich gelernt habe. So, ja, so ein kleines genau. Stümmelholz oben drauf. Na, warte mal, Werner, wir müssen das ja noch draufstellen, ne? Den anderen. Ach so, ja, wir sind. Glaubst du, läuft das? Ich glaube, das hält uns IT-Runner nicht aus. Klar, na, probieren würde ich auf jeden Fall mal. Oh, was machst du da? Ich mach gar nichts. Habe ich was gemacht? Der wäre fast. Oh! Okay. Du machst das. Das ist richtig. Ich sitze nicht auf Holz. Guck mal, ich kann das ganze Ding. Oh, alter Schwede. Ja, ich gut, hab mal hier so ein bisschen gerade schütteln, das Ganze. Schön verteilen. Aus eigentlich. Ja, jetzt liegt's gerade, außer dein Stubel. Nicht das eigentlich. Ich will auch noch erzählen, was wir uns machen. Hemme, bitte. Nee, jetzt nicht mehr, leck mich. Das war.
Oh. Ich glaube, jetzt passt's, ne? Weihnachtsgeschenk für dich gecancelt. Leider nicht so gemein zu Freezy. Das kann doch nicht sein. Das Onkel umschicken. Bitte Freezy. Du müsst passen danach. Ja. Dann lass mal dort rum. Lass mal's gut sein. Ja. Freezy, erzähl mal, komm. Ja, nix. Wir feiern alle bei uns. Oh. Ein aber Spastier, so einen Wind machen, ne? Das ist Wahnsinn. Na, wie ist denn bei euch? Wer kommt da alles? Was bei euch in der Wohnung feiert ihr? Ja, gut, komm. dieses Jahr sind alle hier bei uns, also von meiner Freundin die Familie und meine Familie halt. Wir feiern dieses Jahr alle zusammen, alle auf einen Tag, Heiligabend halt. Und ja, essen, packen aus und dann war's das. Gibt's eigentlich dieses klassische Singen noch vom Weihnachtsbaum? Alter. Bei dir? Ich frag nur. Tatsächlich, also bei mir nein. Okay, bei mir gab es nur früher, ja, aber jetzt nicht mehr. So. Dann fahren wir weg, das Ding da. Dann machen wir den noch voll, dann gucken wir mal, ob wir es übereinander kriegen. Ja. Und ob der IT-Runner das gemanagt kriegt. Eieiei. Ich denke schon, dass also er das schafft. Unser Zuschneider war auch schon mal aktiver hier, müssen wir so sagen. Mhm. René? Wow. Alter! Das tut mir echt leid. Dann schneide ich es halt nicht. Alter also, Schwede. Du echt im Vorbeigehen in der Hand so rausgegangen. Okay. ja, was wollte ich sagen? René, kannst du vielleicht mal mit dem Frontlader hier den ganzen Grimmskrams vorne zum Dings fahren? Bäh. Ich schneide. Und dann füge sie mit dem Frontlader. Brauchen ja nicht zwei hier, die schneiden. Dass wir hier den Platz sauber kriegen, dass wir halt wirklich alles weghaben, bevor wir weiterfällen. Das Server wieder ein bisschen füllen kann. Das Schild noch. Ja, ich weiß schon, aber. Weißt ja. Wir wollen das ja hier ordentlich hinterlassen. Ich denke mal, ich habe jetzt lange genug gewartet, eigentlich um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen. Ach so, naja. Naja. BH-Größe. Ja, das sind dann Informationen, die ich brauche. Deine oder was jetzt? Nee, nee, von deiner Frau. Die brauche ich dann, ja. Alter. Dein Ernst, du fragst mich echt im Let's Play, in der Folge vom Frost, fragst du mich nach der BH-Größe von meiner Frau? Ich glaub, du hast echt manchmal zu viel. Da kennt er nichts, ne? Also. Da kenn ich nichts. Meine Frage, er liegt bei dir im Bad so ein Ding, das kannst du hin und her schieben. Da stehen so Wochentage drauf. Meistens blau. Ja. Sag mal, was soll ich machen? Heute ist Sonntag. Ja. Ist es vor. Wenn da noch Bild drin sind, die solltest du noch nehmen. Also die für Mittag sollten schon weg sein jetzt. Ja. Also muss ich schätzen, ja? Das kannst du mich dann nach der Folge fragen. Dann erzählst du dir auch vielleicht nicht. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja. Aber dann ist in der Folge, weiß jeder die BH-Größe von meiner Frau, ey. Was geht denn ab? Tragisch ist das immer, jetzt ehrlich zu sein? Ja, das sagt man doch nicht, oder? Du hast auch Klamottengröße M. Ja. Das ist jetzt tragisch, sagen, was ich überhaupt machen soll. Nochmal. Einer bitte schneiden, die Dicken. Und wir haben noch einen Frontlader. Damit können wir den ganzen Krimskrams, der hier rumliegt, alles, was wir hier nicht aufladen, weil wir nur die dicken Stämme aufladen, zum Verkauf wegfahren zum Häcksler. Und der Wir haben ist ja, keine. Wir haben ja zum Beispiel Greifarm. Ja, den kannst du. Achso, du willst ja nur die dicken, ne? Ja. Deswegen. Ja, ja. Erstmal hier. Das also hier alles, was hinter mir liegt, zum Beispiel hier, diese ganze. Das ist alles geratzt. Oder ist der? Glaube ja. Ja, hast du ja auch das, recht, ne? Aber wir haben nur zwei Greifarme. Doch, was macht man da? Hört ja, der eine hat ja noch einen Greifarm, also an den Boden. Ich höre dir zu, wir haben nur zwei Greifarme. Da habe ich gesagt, was macht man da? Shop auf Greifarm kaufen. Der ist ja nicht so teuer, glaube ich. Dann holen wir halt einen dritten, ist doch was. Aber, gucken, oder, weiß ja nicht, aber mir fällt nichts ein, was jetzt noch wäre. Das wäre halt sinnvoll. Da vorne ist noch ein Greifarm. Hast du noch einen Füßi? Was denn du wieder? Schon wieder eingeschnappt? Alter! Spaß, ey.
So, ja. Backt der nur oder liegt? Also wenn man Skype auf grün hat, ist echt interessant, weil dann so alles immer online geht. So alle 10 Sekunden kommt unten rechts eine Einblendung. Ich habe das ausgemacht, weil sich jemand beschwert hat. Ich möchte meinen Namen nicht in den Aufnahmen sehen. Also, nee, in der Aufnahme ist es nicht. Achso, ja, bei mir, also, bei meinem Aufnahmeprogramm nicht auf. Aber Martin ist gerade online gegangen von LS, von Chance. Ja. Christian Garderow ist auch gerade online. Grüße, deine Mom ist auch online, sie ist schwarz. Die versucht schon wieder die ganze Zeit Videocall, ey. Das geht mir echt auf den Zeiger. Kannst du dir mal sagen, dass sie es mal lassen soll? Nächstes Jahr muss das besser werden, du. Nochmal zum Thema BA-Größe. Oh, ihr wisst gar nicht, ey, ihr wisst noch gar nicht. Grüße? Ja. Randy, guck mal hier, der ist noch, der ist hier im Boden. Also der ist umgefallen. Den musst du erst absägen. Hier vorne. Da drüben, ach so. Der ist nicht gefällt quasi, der lag so. Was willst du jetzt wissen? Warte. So. Ja. Ich sage nochmal zum Thema BH-Größe. Also nee. Was denn? Ist nicht so dein delikates Anliegen. Naja, jetzt in der Folge werde ich dir nicht die BH-Größe von meiner Frau sagen dürfte, doch. Ich hab dir selbst mal Buchsen geschenkt mit einer Konfektionsgröße von. Du glaubst das überhaupt? Ja, ich habe auch kein Problem zu sagen, dass meine Unterwäschengröße XXXXL ist. Nicht wegen meinem Bauch, sondern auf jeden Fall, ja, da ist ja nicht schlimm. Nein, Spaß. Die habe ich sogar noch, das wirst du nicht glauben, ne? Wäre eine Schande, wenn sie weggeschmissen hättest. Nein, aber ernsthaft, zieh ich an. Könnte ich mir vorstellen. War ja auch für Amore gedacht. Ja, auf jeden Fall, ja. Naja. Ja, ne, in die Richtung wird es auch, denke ich, mal ähnlich gehen, weil es ist viel zu kompliziert. Ist echt beruhigend, wenn man so eigentlich müsste dann zu deinem Kumpels erzählen, wisst ihr, der Sachsen-Let's Player hier, der von YouTube, der schickt meiner Frau BHs. Jo. Da guckt dich jeder so an und. Aha. Alles richtig. So. Okay, was ist bei dir da schief? Woher weißt du denn die Größe? Ja, guck mal hier, Faust, Folge 37. Ja, hier, Faustprojekt, hab ich schon gesagt. Oh Mann. Ach. Ja, da muss ich noch ein bisschen rumguckern. Ist ja bei Freezy nichts anderes. Das ist, Freezy ist ein sehr komplizierter Charakter. Ja, sehr. Na? Ja, reicht. Da kannst du den noch abschneiden hinten das Stück? Na klar, ich mach erst mal fest. Was geht denn noch drauf? Ein, zwei kleinere noch und dann ist gut, oder? Nee, das ist schon voll, wie du siehst. Da guckt ja schon oben drüber. Ja, weil so, jetzt ist halt die Frage, ne? Pass auf, jetzt. Soll ich mal probieren? Ich hab einen starken Arm. Die Frage ist halt jetzt, ob wir zuerst den anderen hoch, ne? Oder ob wir beide dann hochziehen mit dem IT-Learner. Ja, ich denke, dass die koppeln kann. Ach so. Ey! Oder ob du erst einen raufmachen möchtest auf den Anhänger und dann den zweiten draufstellen möchtest. Weiß ich schon. Ach so, höhentechnisch müsste es ja gehen, ne? Eigentlich ja. Ich guck erst, ob der den überhaupt hochkriegt. Ich weiß nicht, ob das geht mit Spannung, wenn die. Mach jetzt mal. Das ist schon gesagt, ja. Ach so, scheißegal, lass das jetzt. Okay, jetzt keine Chance. Was? Der hebt den nicht an. Haben wir ein Gewicht? Freezy, ist umgefallen, ne? Lass den mal so stehen, weil ich komme sonst nicht ran. Ich habe den genauso hingestellt, dass die zwei... okay, verstehe. Haben wir ein Heckgewicht? Glaube, irgendwo habe ich eins gesehen. Guck mal, da wo der Hänger und die Schaufel steht. Könnte noch eins sein. Ach nee, ich hatte ja eins mal hier vorne abgestellt. Ja, stimmt, ja. Ja, schmeiß dann hin. So, probieren wir es mit Heckgewicht mal, aber ich stehe schwarz. Also da brauchen wir, glaube ich, was mega, mega großes, starkes. Ja, Radlader. Wenn überhaupt. Radlader, ja. Können wir gerade hinkriegen. Ja, gut, gut, gut. Der Innen ist steif.
linearischen Rückwärts, würde ich sagen, dass wir auf eine Ebene können. Geht nicht? Ja. Yeah. Ich einfach mal rückwärts. Geht nicht mal rückwärts? So, warte, kann ich probieren. Doch, bis jetzt ziehen kann ich. Ja, das sag ich mal, auf eine gerade Ebene kommt. Also, bist du wegfahren, Werner? Ja, Moment. Alter, lass los. Ach so, Moment. Jetzt. Also, sonst nehme ich den Summitino. Lass ihn stehen. Wie willst du denn mitnehmen? Front, so wie du. Ich hab genug Gewicht hinten. Ach so, meinst du, kriegst den hoch? Ja, klar. Weil dann stehe ich mal andersrum, dass du greifen kannst. Ja, bloß ein, ich muss den ja jetzt bloß nur ein paar so, Millimeter muss der ja noch. Ja, nur, dass er ein bisschen über den Boden schleift. Ja, jetzt bin ich gespannt. Bis die Fronthydraulik verbiegt. Und noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und halt. Alter. Nee, kannst du vergessen. Schade. Du hast ja in dem Sinne, hast du auch kein Gewicht auf der Hinterachse. Nee, nee. Gewicht ist ja auf den Achsen vom IT-Runner. Okay, also ich lasse den mal hier stehen und dann... Ja, das bringt ja nichts. Das sieht ja auch komplett für den Arsch aus. Brauchen wir ein Dings? Geht nicht anders. Aber guck mal, weißt du, was cool wäre, wenn wir dann mal weiter oben im Forstgebiet sind? Ja. Wenn du, keine Ahnung, so 6-7 solche Dinger hast, weißt du, und dann bam, 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 voll machst, schön stapelst. Ist schon geil, oder? So am Rand abstellst und dann mit dem Dings verletzt, mit dem, ja, bist schon was. Vor allem gibt es ja auch in weiterer Folge, theoretisch, irgendwann mal, einen LKW, der diesen Hakenlift hat. Und da gibt es ja noch, ne? Da kannst du auch zwei Daimel wegbringen. Ja, das stimmt. Gut, aber wir sind fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen. Würde uns sehr, sehr freuen und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge im Faustprojekt. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.